Servus Leute, in diesem Part machen wir uns auf nach Westen. Und zwar gehen wir zunächst hier lang. Oh Gott! Ich war im Ausland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Und die wären? Hä? So, Matrose, was geht her, Matrose Pierre? Er schickt einen Filino in den Kampf. Dieses Faker Filino. Ich habe immer noch großen Hass auf dich, da du mich getrollt hast. Vor 5 Parts, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wohin genau ist ein super Gegner gegen Filino? Zwei blaue Pokémon treten sich gegenüber. Doch nur eins wird überleben. Welches wird es wohl sein? Oh Gott, Filino kann sowohl mit physisch als auch mit Spezial angreifen. Ich probiere es mal mit Spezial. Ha! Richtig gehabt. Richtig geraten. Er greift mit Aquafina an. Eine Spezialattacke. Das werde ich dir heimzahlen. Und jetzt kommt nochmal Aquaknarre. Jawohl, ich sollte Hellseher werden. Okay, und jetzt prophezeie ich ein Slam, genau. Und deswegen setze ich Spiegelcape ein. Verdammt. Ich setze nur Slam ein, das ist der Nachteil jetzt an Ruin, genau. Okay, jetzt probier es mal mit einem Abgangsbund. Na los, töte meinen Wing genau, dann stirbst du selber. Jetzt greifst du mit Spezial an. Das ist jetzt die ganze Zeit, bis Wing genau stirbt und der Carpador die volle Erfahrungspunkteanzahl bekommt. Genauso mache ich das jetzt. Na los, stirb Wing genau. Ich mag dich eh nicht. Moin, genau. Und tschüss, wohin genau. Und damit auch tschüss, Filino. Und Carpador bekommt 210 Erfahrungspunkte. Deine Fähigkeiten sind Spitzenklasse. Genau, da ist unser wohin genau ist down. Jetzt müssen wir wieder zurück. Super. Aber es geht ganz schnell. Wir haben jetzt die Speed-Taste. Und hier wären wir auch schon wieder. Und hier ist noch eine weitere Trainerin. Du scheinst dich mit Pokémon auszukennen. Gibst du mir bitte einen Ratschlag? Welchen möchtest du denn haben? Also du musst mir schon sagen, welchen Ratschlag du haben möchtest, ne? Blöde Göre. Ein Vati, ein Elektro-Pokémon. Entwickelt sich zu Ampharos. Einem guten Elektro-Pokémon der zweiten Generation. Hatte ich auch öfters im Team in der zweiten Generation, im Soul-Server zumindest. Gut, da würde ich sagen, gegen Vampi oder whatever, muss ich wechseln. Nimm mal wohin genau. Quatsch, Evoli. Carpador gegen ein Elektro-Pokémon zu kämpfen ist tödlich. So, die Pokémon stehen sich gleich stark gegenüber oder wie auch immer man es ausspricht. Ein Donnerschock, du schockst mich jetzt damit, muss ich schon sagen. Mann, wohin genau? Warum sage ich denn immer wohin genau? Ich meine, Evoli geht ganz schön ab jetzt. Und Volltreffer. Gut, und jetzt wechsle ich nochmal zu wohin genau. Ich gebe wohin genau nochmal eine Chance, weil ich glaube, Anton greift nur mit Aquaknarre oder Konfusion an. Aber auch mit Kratzer kann es angreifen, aber ich glaube eher, dass es mit Spezial angreifen wird. Spiegelcape. Aussetzer, Ja, Moment, das ist schlecht. Oh Gott. Natürlich ist die Attacke wieder physisch, genau. Ey, hör auf mit physischen Attacken anzugreifen. Ich will, dass du mich mit Spezial angreifst. Okay, daneben Konter. So. Also geht doch. Ach, senke ruhig meine Verteidigung, dann verliere ich. Dann kriege ich mehr Schaden. Aber dann kriegst du auch gleichzeitig mehr Schaden, ne? Das musst du auch schon bedenken.
Nein! Ah, jetzt hat er Aussetz eingesetzt. Scheiße, jetzt ist Konter blockiert. Scheiße. Okay, dann Bodyguard. Na toll, jetzt greift er mit Spitzer an. Jetzt hätten wir Spiegelcape einsetzen können. Naja, egal. Bringt zwar nichts momentan, aber egal. Bodyguard schützt vor Statusveränderungen, wie zum Beispiel Paralyse oder Gift oder Schlaf oder Eis oder Verbrennung. Eis, ja, ich meine natürlich Gefrorenheit oder whatever man das ausspricht. So, jetzt das Spiegelcape funktioniert, aber... Gut, und jetzt noch ein Spiegelcape. Er wird wohl kaum mit Kratzer angreifen, da unser Konter blockiert ist, deswegen greift er auch kaum jetzt mit Kratzer an, weil wir jetzt so ein Glück haben. Er senkt weiter unsere Verteidigung. Oh Gott, der nächste Kratzer wird so reinhauen, jetzt... Oh, na, ich dachte, das wäre jetzt der Konter, der jetzt nicht mehr blockiert ist. Gut, ich glaube, unsere Verteidigung ist jetzt minus 6. Jetzt sollte er vielleicht Kratz einsetzen, aber ich hoffe nur, dass er erst Kratz einsetzt, wenn unser Konter nicht mehr blockiert ist. Oh Gott. Boah, jetzt ist es nicht mehr blockiert, okay. Das heißt, jetzt wird gekontert. Ja, los, benutze nochmal Kratzer. Ich will sehen, wie du die Kratzattacke benutzt. Echt schade, dass wohin genau keine Erholung beherrscht. Und tschüss. So. War zwar jetzt ein bisschen knampfhaft gekämpft, aber wir haben es geschafft. Ich verstehe. So kämpfst du also. Ach Gott, ich habe keine Lust, jetzt ständig nochmal zurück ins Pokémon Center zu gehen, weil unser wohin genau beschädigt ist. Egal, komm, kämpfen gegen den da. Jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. Möchte ich sehen. Herr Schulkind. Lutz. Pantimos. Ein Psycho-Pokémon. Könnten wir mit einem Alpollo leicht killen. Also gut, dann benutzen wir Alpollo auch. Eine Konfusionsattacke oder allgemein eine Psycho-Attacke wäre effektiv gegen Alpollo, aber unsere Spukball-Attacke ist noch stärker. Weil unser Apollo ein höheres Level hat, deswegen. So, Spukball. Er hat jetzt zwar seinen Angriffswert erhöht, aber das bringt ihm kaum was, weil Pantimos mit Spezial angreift. Und Level 17 für Kappador. Noch drei Level, dann haben wir ein Gyarados, ein blaues. Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. Scheiß Streber. So. Hier ist eine Trainerin, die sieht ziemlich stark aus. Hier ist ein Baum da hinten. Und hier ist ein wildes Radikal. Verdammt, falsch geschätzt. Tauros, oha. Nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass hier Tauros auftauchen. Also gut. Tauros. Was benutze ich denn gegen Tauros? Nimm mal Iglabar. Iglabar setzt sich so selten ein in letzter Zeit. Außerdem soll es ja bald Flammenrad beherrschen. Okay. Zieh den Zidane-Move! Bam! Er schreckt zurück. Und jetzt benutze ich mal einen Ball und fange es ein. Keine Ahnung warum. Tauros ist halt selten, deswegen fange ich es jetzt mal ein. Ja, okay, jetzt kill ich dich. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt die ganze Zeit dieses Tauros zu fangen. Aber ihr solltet seltene Pokémon allgemein fangen. Egal, ob ihr sie braucht oder nicht. Immer fangen. Okay, hier ist auch wieder ein Trainer. Ich schätze auch wieder ein Schuljunge. Fliege hoch in die Lüfte, mein herrliches Vogel-Pokémon. Okay, Vogelsammler, ne? Oder Vogelfänger. Den kennen wir auch aus der ersten Generation. Timo. Hallo, Timo. Er hat ein Dodu. Eins unserer Team-Pokémon im Blau-Speed-Let's Play. Gut, gegen Dodo probiere ich mal mit Evoli. Ich würde gerne wohin genau einsetzen, aber ihr wisst ja, was wohin genau für einen Schaden bekommen hat gegen dieses andere Pokémon, was ich nicht mehr weiß, wie es heißt oder was ich vergessen habe. So, Ruckzuckieb. Bam! So, und dieser Ruckzuckieb killt das Dodo.
gibt wieder Erfahrungspunkte für Kapador. Oh Gott, der hat wahrscheinlich zwei Dodos und einen Dodri. Das ist wieder so eine Kombination, die wird gerne benutzt in den ersten, in den älteren Pokémon-Spielen. Dafür aber nicht mehr in den neueren Pokémon-Spielen, was ich sehr schade finde, weil ich fand, das war echt cool so mit den Pokémon-Evolutionen dann, weil da konnte man richtig gut lernen, wie sich die Pokémon so entwickeln. Also ich fände es schade, dass sie das in den neuen Generationen so scheiße übernommen haben. Okay, das ist kein Dodri, sondern auch ein Dodo. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, weil Dodri wäre ein bisschen zu stark. Aber das ist ja ein bisschen, ja, ist ein bisschen Pussy-mäßig jetzt quasi, immer mit diesen Schwarm-Pokémon zu kämpfen. Probieren wir es mal mit Walzer. Ich glaube, diese Pokémon hätten sie stärker machen können. Ich weiß, das ist zwar ein Kinderspiel und es sollte leicht gehalten werden, aber man hätte die Pokémon schon von den Trainern ein bisschen stärker machen können, so drei Level stärker. Das wäre schon eine Herausforderung gewesen. Ich fühle mich, als würde ich mich selbst in die Lüfte erheben. Gut, dann gehen wir mal zu diesem Bärenbusch dorthin. Und hier ist auch wieder eine stark aussehende Trainerin. Hallo, du bist bestimmt so nett und zeigst mir deine Pokémon. Ja, natürlich. Also hier erstmal habe ich den Carpador, dann habe ich hier wohin genau, das fast tot ist. Ein Hauptspross. Hurra. Level 17. Kampf der Nieten. Los, Carpador, du schaffst es. Tackle. Oh mein Gott, es zieht so viel ab. Ich bin beeindruckt. Carpador, ich bin stolz auf dich. Nochmal, Tackle! Das wird der spannendste, epischste Kampf ever. Da werde ich später eine epische Musik einfügen. Epischer Kampf! Da da da! Epischer Kampf! Da da da! Epischer Kampf! Da da da! Epischer Kampf! Verdammt, der Kampf Synthese! Das war's mit dem epischen Kampf. Okay, ich werde keine epische Musik später einfügen. Weil das ist unfair, wenn er sich heilen kann. Okay, jetzt Iglevar, machen wir einfach dem grausigen Spiel ein Ende. Und tun diese Pflanze verbrennen. Natürlich sehr effektiv Feuer gegen Pflanze. Gegen Pflanze Flug, genau gesagt. Hauptspross ist noch ein Flug-Pokémon. Und Level 18 für Carpador. Und ein, die Entwicklung, Hubbelpfurz. Gegen Hubbelpfurz lasse ich Iglevar draußen. So, Hubbelpfurz ist auch ein Flugpflanzen-Pokémon und es ist die Entwicklung von Hopfspross. Hat sich auch mal im Team. Also die Vollentwicklung ist Papunga. Das ist ein sehr schnelles Pokémon, könnte man mit da kann man mit Schlafpuder schon einiges anstellen, wenn das zuerst trifft. Gut, hier ist eine Beere, hurra. Und hier ist noch eine Trainerin. Ach verdammt, hier ist noch ein wildes Pokémon. Oh. Ein Tauboga, oha. Jetzt fängt es auch langsam an, dass hier mal Entwicklungen auftauchen. Ich bin beeindruckt. Im 28. Part, glaube ich, ist es, ne? Meine Pokémon und ich sind wunderschön, nicht wahr? Aber natürlich bist du das. Nicht. So, Tiffy. Ein Corazon. Ein Gesteins-Wasser-Pokémon. Sehr anfällig gegen Pflanzenattacken. Was setze ich denn dagegen ein? Ich nehme mal Apollo. Ich glaube kaum, dass Chorus eine hohe Spezialverteidigung hat. So, Spukball. Er hat gerade einen One-Hit-Kill, aber es war ja auch ein Volltreffer. Das war's schon. Wir trinken täglich Kumo-Milch. Ja.
Ja, Kumo-Milch. Ist zwar total zweideutig, ich weiß, und man kann es überhaupt nicht missverstehen, aber ich bin so pervers, ich verstehe es natürlich miss, ne? ja. Und wenn es eine Schönheit sagt, dann ja. Habe ich keine Worte dafür, was sich die Entwickler gedacht haben. So. Es ist ein Obstbaum. Eine Minzbeere. Minzbeere halten. Ich habe keine Ahnung, was die Minzbeere bewirkt. Aber ich glaube, sie heilt Verwirrung. Ich schau mal nach. Okay, sie heilt Schlaf. Verstehe. Okay. Hier ist einer, der setzt Fleckmont sein. Zeig doch mal, was deine Pokémon drauf haben. Natürlich, gerne. Wenn du mich da schon, wenn du mich so nett darum fragst und darum bittest, gerne. Der zwei Fleckmons. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Hellseherische Fähigkeiten. Aber mein, ja, mein Wogen genau zeigt, was für hellseherische Fähigkeiten ich habe. okay. Fleckmon ist ein Psycho-Wasser-Pokémon, daher wäre es gut, wenn wir es wieder mit Geistattacken angreifen werden. Und zwar Spukball natürlich. Ah, ich liebe diese Attacke. Eine der besten Geisterattacken, die es gibt, Spukball. Gut, sobald wir unser Kabuto entwickelt haben, werde ich natürlich Woingenau trainieren, damit Woingenau nicht mehr allzu viel Schaden einstecken muss oder kann, whatever. Und damit der Schaden auch ein bisschen größer wird, weil Woingenau dadurch mehr KP bekommt. Durch seinen Levelaufstieg. Dadurch hat Woingenau ein größeres Potenzial, Schaden anzurichten. Gut, und das war's auch schon. Ja, fast ein Level-Up für unser Apollo. Hey, deine Pokémon sind sehr fähig. Ja, ich weiß. Kumu Farm. Unsere bekömmliche Milch ist sehr erfrischend. Okay. Ach, hier waren wir schon an diesem Busch, stimmt ja. Kurzzeitgedächtnis. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Wenn uns unserer Milchtank keine Milch mehr gibt, haben wir echte Probleme. Oh. Mein Milchtank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gerne. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Bären füttern würde. Glaube ich jedenfalls. So, hier ist eine Karte. Ich zeige euch mal, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier, kurz vor dem Meer, kann man sagen. Vor Oliviana City. Und hier ist der Leuchtturm. In den Leuchtturm werden wir wahrscheinlich im nächsten Part reingehen. So, was ist hier in diesem Haus? Miltang ist krank. Es braucht viele Beeren. Was hast du zu sagen? Miltang ist krank. Es braucht viele Beeren. Okay, okay. Sein Ruf ist schwach. Gibst du Miltang eine Beere? Natürlich. Gold gibt Miltang eine Beere. Sein Ruf ist schwach, ja. Geben wir einfach dem Miltang alle Beeren, die wir besitzen. Miltang ist etwas gesünder geworden. Miltang ist krank. Nee, es ist gesünder geworden. Hast du nicht zugehört? Mann, diese Bären haben eine ganz schöne Wirkung. Also, gute Medizin. Na verdammt, ich habe keine Bären mehr. Ich dachte, ich habe genug Bären dafür. Nee, egal. So, und hier ist eine Miltang-Farm. Vielleicht sollten wir die Miltangs klauen wie Team Rocket. So mit dem fetten Netz und mit so einem Zeppelin. Das wäre auch ganz geil. Ich wette, da gibt es eine Sau-Feuer. Ich meine, ich wette, da gibt es eine Pokémon-Feuer darüber, wie Team Rocket die Miltangs klaut. Jede Wette ist ja immer dasselbe Scheiß in Pokémon. Was für süße Pokémon! Zeigen wir uns gegenseitig unsere Pokémon. Und zwar gleichzeitig. Natürlich, gerne. Okay, hier hat noch ein Pokémon, und zwar ein Pikachu. Wer hätte es gedacht? Alle Pokéfans haben ein Pikachu. Und meine Stimme geht gerade völlig den Bach runter, weil ich gerade Minecraft aufgenommen habe. Und jetzt auch noch Pokémon aufnehme.
ich habe heute eh nichts Besseres zu tun. Es ist Samstag, müsst ihr wissen. Und mein Alpalo ist paralysiert durch Donnerwelle. Hurra. Nein, ich hasse diese Taktik. Paralyse und dann Doppelteam, sodass keine Attacke mehr trifft. Ich kenne diese Taktik. Ich habe sie selber mal verwendet. Wann weiß ich nicht mehr, aber ich habe sie selber schon mal verwendet. Ach komm, unser Apollo kriegt nie das Level ab. Nur wenn ich denke, es kriegt Level ab, dann sind es noch ein paar Erfahrungspunkte noch. Mir macht es nichts aus, zu verlieren. So, hier ist wieder einer. Genau der richtige Moment, um mit Pikachu anzugeben. Lass mich raten, Pokéfan, richtig? Natürlich. Sönke. Hallo Sönke. Und wer hätte es gedacht, er setzt ebenfalls ein Pikachu ein. Hurra! Was haben die Leute mit ihren Pikachus? Ich meine, Pikachu ist zwar süß, schon, aber es ist schwach. Nur Raichu ist cool. So, jetzt habe ich dem Pikachu endlich mal die Meinung gesagt. Ich meine, die stärkste Attacke, die Pikachu beherrschen kann, ist Voltage. Und die lernt erst mit in der dritten, glaube ich. In der dritten Generation, oder? Ne, in der vierten. Keine Ahnung. Dritte oder vierte? Weiß ich nicht mehr so genau. Und warum setzen sie alle Donnerwelle ein? Das geht mir voll auf den Senkel. Bach. Also gut, einmal. Glut. Das sehe ich doch nicht ein hier. Glut. Ich zeig dir jetzt mal, was ein Feuer-Pokémon drauf hat. So. Ich hatte keine Zeit, mit Pikachu zu prahlen. Warum willst du prahlen? Ergibt es irgendeinen Sinn? Nein. So, hier ist noch eine. Ah, ich hoffe, es wird bald dunkel. Diese Pokémon sind mir auf die Nerven. Nein, schon wieder ein Tauros. Und wir haben zwei Pokémon mit einer Startswendung im Team. Hurra. Unser Kapot ist kurz vom Level ab. Hurra. Also gut, ich spiele jetzt mal ein bisschen. Hurra, mein Level ist down. Super. Kopfnuss. Nein, so geht doch. So. Ich glaube, ich werde Kapital in diesem Part noch entwickeln. Wir sind ja jetzt in Oliviana City oder wie die Stadt auch heißt, angekommen. Okay, noch nicht. Erst nachdem wir hier diesen Matrosen besiegt haben. Ich bin gerade wieder in Oliviana City angekommen. Wie ich jetzt mit nur mit deinem Pokémon, mit nur mit einem Pokémon kämpfen, you know? Der hat ein Quapsel-Quapsel-Quaputzi. Oder Quaputzi-Quapsel-Quapsel, whatever. Und unsere Pokémon sind ein bisschen geschwächt. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir noch kurz vor der Stadt in Ohnmacht fallen. Ich glaube, wenn Alpalo dieses Quaputzi besiegt, wird es aber wirklich ein Level-Up erleben. So, jetzt auch Spukball. My favorite attack. Und? Boah, fast Monet Kill, super. So, und jetzt benutze ich einen Paraheiler. Oder eine Antiparbeere, whatever. Damit die Paralyse wegfällt. Oh mein Gott, die stärkste Wasserattacke ever. Blubber. Nee, ich glaube, Blubber ist die schwächste Wasserattacke ever. Kann das sein? Keine Ahnung. Und Level 27 für Alpalo. Ein Radikal. Wir können mit Alpalo nicht gegen Radikal antreten. Ich muss jetzt wechseln zu unserem Feuerstarter Iglava. Und Radikal hat in der seit der ersten Generation immer noch ein paar Hasenzähne. Super. Haben mich als kleines Kind immer provoziert, diese Hasenzähne. Keine Ahnung warum. Aber ich habe diese Hasenzähne immer gehasst von diesem Radikal. Immer. Und heute hasse ich sie immer noch. Diese Hasenzähne von Radikal. Wahrscheinlich wegen Hyperzahn und Superzahn. Genau deswegen. Hallo Radikal, hör auf. Die. Thanks. Ich dachte, der hat nur Quapsels und Quapuzzis. Dass der ein Radikal hat, habe ich gar nicht so in Erinnerung. Krabi!
Hallo Krabi. Pokémon Nummer 98. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Kingler ins Team nehme. Habe ich, glaube ich, schon im letzten Part gesagt, ne? Ja, vielleicht in einem anderen Let's Play. Vielleicht nehme ich Kingler in einem anderen Let's Play ins Team. Mal schauen. Als ob Apollo diesen Blubberangriff nicht überleben würde. Oh Gott, jetzt muss ich mich strecken. Moment. Super Saiyajin. Also Level 20, wir müssen unser Kapital nicht mehr trainieren. Okay, ich meine trainieren. Ja doch, es entwickelt sich jetzt schon, okay. Und Carpador entwickelt sich. Guten Tag. Garados. Und wie jedes Carpador, das sich entwickelt, lernt Garados Biss. So, jetzt sind wir endlich in Olivia. Das ist die angekommen. Hurra. Zunächst möchte ich ins Pokémon Center gehen und dann... Du schon wieder. Kein Grund zur Panik. Mit Verlierern wie dich gebe ich mich gar nicht ab. Apropos Verlierer. Die Arenaleiterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl gerade um ein kränkliches Pokémon im Leuchtturm. Wozu soll das nur gut sein? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wirst du dadurch ein wenig stärker. Ja, Silver, immer noch gut drauf, wie ich sehe. Gehen wir zunächst ins Pokémon Center. So, jetzt verwalten wir schnell unsere Pokémon. Und zwar nehme ich jetzt mal, wir haben jetzt einen Garados, ne? Und wie jedes Garados kann auch dieses Garados Surfer. Also bringen wir Garados mal Surfer bei. Damit Garados eine Step-Attacke hat. Anschließend holen wir uns den EP-Teiler von Garados und geben ihn unserem Boingino. Damit Boingino ein paar Erfahrungspunkte bekommt und dadurch ein bisschen zäher wird. Anschließend lagern wir unser Felino in die Box, denn unser Felino brauchen wir nicht mehr, weil wir ja Garados haben, um zu surfen. Also tschüss Felino, Faker Felino, ich hasse dich immer noch. Jetzt nehmen wir unser Golbat mit. Und damit haben wir unser Team vollständig dabei. Heilen schnell unser Pokémon nochmal. Gut, und jetzt gehen wir unser Team nochmal durch. Im letzten Part war das ja ein bisschen blöd gemacht, weil wir Felino noch, weil wir Golbat nicht dabei hatten. So, unser Team. Unser Team bis zum Ende des Let's Plays. Garados Level 20. Mit den Attacken Platscher, Tackle, Biss und Surfer. Dann Igler war mit Kopfnuss, Rokzuki, Walzer und Glut. Dann Apollo mit Hypnose, Spukball, Nachtnebel und Fluch. Evoli mit Rokzuki, Rutenschlag, Sandwirbel und Heuler. Und wohin genau? Mit Konter, Spiegelcape, Bodyguard und Abgangsbund. Und Golbat mit Blutsauger, Superschall, Biss und Konfustrahl. So, das sind unsere Pokémon. Jetzt wisst ihr unser Team. Eigentlich wollte ich Lapras statt Garados nehmen, aber es gab Schwierigkeiten mit dem Emulator und so weiter. Ich schau mal nach, okay, es ist Mittwoch. Und ich beende den Part jetzt auch an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Part. Ciao.